Herzlich willkommen bei Videowissen. Vor einiger Zeit hatten wir in Sonneberg im Rahmen eines MINT-Clusters eine Veranstaltung für Schüler, bei der es um das Thema künstliche Intelligenz ging. Wir hatten zwei Experten als Referenten gewinnen können und der heutige Vortrag von Dr. Martin Schiele befasst sich mit den Vorzügen insbesondere der künstlichen Intelligenz. Martin Schiele ist eigentlich Fahrzeugtechniker, hat aber an der TU Ilmenau im Bereich der KI, der künstlichen Intelligenz, promoviert und anschließend mit einigen Freunden eine Firma gegründet. Und im Rahmen seiner Tätigkeit hat er viel mit verschiedenen Softwarelösungen der KI, also der ganz neuen Entwicklungen, zu tun, die er vorstellen wird, neben einigen Problemen, die natürlich die KI auch mit sich bringen kann. Ich wünsche viel Spaß. Vielen Dank, dass ich hier sein darf erstmal, dass ihr mich eingeladen habt und sicherlich auch cool, mal 2 Stunden nicht dem Unterricht lauschen zu müssen, sondern vielleicht mir gucken, ob das besser wird. Aber wie gesagt, ich bin eigentlich Fahrzeugtechniker an der TU Ilmenau studiert und hatte mit Software eigentlich nicht viel am Hut. Wenn man aber an der Uni dann anfängt zu arbeiten, weil da gerade eine Stelle frei geworden ist, dann wird man in der Regel genötigt, eine Doktorarbeit zu schreiben, auch wenn man das nicht unbedingt will, weil die Professoren sagen, wenn du die Uni verlässt und hast keinen Doktortitel, fragen die dich, was du die letzten 5 Jahre gearbeitet hast. Und habe ich mich also entschieden, das Thema KI zu machen und habe dann aber relativ schnell festgestellt, okay, ich übe jetzt 1 Jahr Python Programming, ja, da gab es noch kein ChatGPT. Komme ewig nicht auf den grünen Zweig, mal das zu lösen, was ich eigentlich machen will, weil ich ewig Programmieren üben muss. Aber auf der anderen Seite hat man die Industrie 4.0 Unternehmen tönen hören, ja, wir machen hier KI, wir sind übelst gut, was aber gar nicht möglich war, weil weder waren die Leute da, ja, noch die Technologie. Also da war viel Marketing, aber nicht wirklich viel passiert und wir dachten uns im Team, okay, wir müssen Software bauen, die das für alle ein bisschen leichter macht. Und deswegen haben wir eine Firma gegründet und sind jetzt quasi, das ist auch der Grund, warum ich hier bin, leben noch, sagen wir es mal so. Aber da gehe ich später vielleicht mal drauf ein. Was ist heute das Thema? Es soll am Ende um zentrale KI gehen. Also die Idee, dass es in Institutionen wie Schulen, Behörden, Unternehmen oder vielleicht auch bei euch zu Hause dann einen intelligenten Assistenten geben wird, den ihr für sämtliche Aufgaben mal bemühen könnt. Das wird mit Sicherheit so sein. Ich bin sicher, in weniger als 10 Jahren, ob das über Google kommt oder über Apple oder wer auch immer, wird jeder einen Assistenten haben, der einen am Ende sogar besser kennt als man sich selbst, je nachdem, was man an den Einstellungen zulässt. Aber wir befinden uns gerade erst auf dem Weg dahin. Ich werde aber am besten erstmal ausholen, die wesentlichen Fragen zu stellen, die wir uns alle vielleicht schon mal gestellt haben oder die ich auch mal wieder in Diskussionen mit Kunden habe. Was ist zum Beispiel Intelligenz? Wir reden von künstlicher Intelligenz, wissen aber vielleicht gar nicht, was Intelligenz ist. Nun, es gibt mehrere Konzepte, was das sein kann, ja, künstliche Intelligenz oder Intelligenz generell. Und jeder von euch kennt bestimmt Intelligenztests. Das heißt, dann hat man irgendwie so ein A4-Papier, wo verschiedene Fragen draufstehen und danach wird man dann bewertet, ob man intelligent ist oder nicht. Es gibt aber nicht nur diese Art Intelligenz, sondern es gibt zum Beispiel auch visuelle Intelligenz. Sind manchmal Teilbereiche dieser Intelligenztests. Das seht ihr dann, wenn die irgendwelche Würfel da drauf haben und möchten die drehen und wollen dann quasi eine Antwort von euch haben, wie der Würfel jetzt richtig gedreht ist. Ja? Also so räumliches, visuelles Verständnis, da gibt es eine Intelligenz für. Ja? Dann gibt es auch logische Intelligenz, also diese ganzen Zahlenreihen, führ die weiter, 1, 2, 3, 4, 5, ja, das wäre die einfachste wahrscheinlich. Dafür gibt es Tests, ja, logische Intelligenz. Dann gibt es aber auch körperliche Intelligenz, das wird meistens nicht getestet. Das erlebt ihr vielleicht höchstens im Sportunterricht, wenn es beim Turnen mal wieder nicht klappt. Ich kenne das selbst noch aus der Vergangenheit, da war ich nicht sonderlich gut. Aber man kann nicht alles haben. Ja. Und dann gibt es noch weitere wie auditive Tests, also es gibt Leute, die sehr gut darin sind, Musikinstrumente zu spielen oder absolutes Gehör. Das sagt euch vielleicht etwas, wenn man quasi aus dem Nichts weiß, welcher Ton gespielt wird. Dafür gibt es Intelligenz oder zumindest gibt es eine Einordnung dafür. Dann die naturalistische, die finde ich ein bisschen awkward, wenn ich ehrlich bin, weil der dieses System entworfen hat, meinte, wenn du gut darin bist, Naturphänomene einzuordnen, dann hast du auch naturalistische Intelligenz, also größere Phänomene zu verstehen. Ja. Wobei ich sagen würde, das ist eher irgendwie in dem ganzen Kram zusammen versteckt. Also was ist Intelligenz nun eigentlich? Das ist die Frage. Man kann es nicht genau sagen. Am Ende sehen wir es immer wieder, dass es im Prinzip ein Sammelsurium an Fähigkeiten ist.
Ich habe jetzt nochmal zwei, drei weitere hinzugefügt, nämlich noch die sprachliche Intelligenz, wobei man sagen kann, ist die irgendwie visuell auditiv mit drin? Ja, das ist eine Kombination. Intrapersonell heißt, wie gut kenne ich mich selber? Ja, also wie gut kann ich reflektieren, verstehe ich meine Gefühle und kann die zum Ausdruck bringen? Zwischenmenschlich, also extrapersonell wäre, wie gut komme ich mit anderen klar? Ja, also das ist quasi ein Sammelsurium von 8 verschiedenen Intelligenzen, wenn ich richtig gezählt habe, die dieser Herr, da unten steht's, Gartner mal aufgestellt hat, aber es ist auch nur eine Theorie. Also eigentlich haben wir überhaupt keinen blassen Schimmer, was Intelligenz ist. Wir haben nur ein paar Verfahren entwickelt, wie wir es als Menschen immer machen, die zu messen. Und was immer das auch heißt, ein anderer Test gibt ein anderes Ergebnis. Mache ich nur heute, habe ich ein anderes Ergebnis als morgen. Das ist schwierig. Es gibt in der realen Welt ganz schlecht absolute Messwerte. Also, das führt uns zu der nächsten, eigentlich noch viel wichtigeren Frage, was eigentlich Bewusstsein ist. Wir alle würden uns hier gegenseitig zumindest offiziell zugestehen, dass wir Bewusstsein haben. Wenn man dann mal ins stille Kämmerchen geht, sagt man, bei dem traue ich das nicht irgendwie zu. Ne? Aber im Großen und Ganzen wissen wir auch nicht, was Bewusstsein ist. Es lässt sich nicht messen. Es gibt seit Jahrzehnten Tests, auch mit MRTs. Ja. Neurowissenschaftler haben das versucht, herauszufinden, in welchem Bereich des Gehirns sich Bewusstsein bildet und wie sich das messen lässt, also durch irgendwelche Ausschläge bei irgendwelchen Tests, wie immer. Aber es hat nicht geklappt, das irgendwie messbar zu machen. Also irgendwas zu finden, wo man sagt, da ist jetzt Bewusstsein drin oder diese Messwerte spiegeln Bewusstsein wider. Das heißt, ihr könnt mir zwar erzählen, dass ihr Bewusstsein habt oder dass ihr bewusste Menschen seid, aber beweisen können wir es uns gegenseitig nicht. Das führt mich natürlich zu der Frage oder uns alle, ob die Maschinen Bewusstsein haben. Kommt später noch, also die nächste Folie. Wichtig ist, wir können es nicht messen, also können wir es nicht beweisen. Das ist ein Riesenproblem. Ist unklar, ja, wie erwähnt, ist subjektiv. Das heißt, wir selbst glauben es nur, wir können es ausdrücken, aber wir können es, wie gesagt, nicht beweisen. Es gibt kein absolutes Bewusstsein. Absolut würde heißen, wir können es messen. Und es gibt zurzeit eine Theorie, die heißt, Bewusstsein ist wie die, Energiezeit. Von Einstein, also es ist relativ. Das heißt, es entsteht immer aus der Entität heraus, also aus uns selbst. Und man kann es von außen, wie gesagt, einfach nicht messen. Ist aber auch nur eine Theorie. Ja, und deswegen die Frage, hat dann KI Bewusstsein? Also wenn ich ChatGPT frage, hast du Bewusstsein? Wird es antworten, nein. Ja, warum? Weil es so trainiert wurde. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich bekomme ein Kind und ziehe das 20 Jahre lang groß und erzähle dem Kind jeden Tag, dass es kein Bewusstsein hat, wie es nur auf die Idee kommen könnte. Ja? Brauchst dich gar nicht einbilden, irgendwie ein intelligenter Mensch zu sein oder sowas. Hat sonst alle Fähigkeiten, die ein Mensch hat. Ja? Kann laufen, springen, singen, tanzen, was weiß ich. Schneidet gut in Mathe-Tests ab und wie auch immer. Aber es wird, weil ich es ihm 20 Jahre lang beigebracht habe, wahrscheinlich nie auf die Idee kommen zu sagen, ich habe Bewusstsein. Ja? Es hat sich nämlich in anderen wissenschaftlichen Studien auch gezeigt, dass wir oft gar nicht so bewusst handeln, wie wir das glauben. Es gibt zum Beispiel einen Test, da hat man die Probanden vor einem Kino, also in ein Kino gesetzt und sie hatten einen Drücker links und rechts für erschreckend und schön. Also die haben denen dann Bilder gezeigt, ja, welche, wo halt irgendwie ein Unfall war oder eins, wo eine schöne Blumenwiese war. Und die sollten dann eben klicken, ob sie das gut oder schlecht finden oder ob es ein positives oder ein negatives Bild war. Und bei dem Test kam raus, über die Hautspannungsmessung, also die Haut hat irgendwie einen Widerstand, den man messen kann, und da verändert sich je nachdem, was passiert um uns herum, haben sie gemessen und konnten feststellen, dass jedes Mal, wenn sie irgendwas gedrückt haben, hatten sie aber schon vorher entschieden, was sie drücken werden. Also bevor sie sich bewusst waren, welche Entscheidung sie treffen, hatte der Körper schon längst entschieden. Und das kennt ihr vielleicht, wenn ich jetzt, also ich merke es auch gerade an mir, ich rede die ganze Zeit, aber ich muss darüber nicht bewusst nachdenken. Das fällt einfach aus mir raus, ja? Weil ich halt so trainiert bin, weil ich den Vortrag vielleicht schon 1000 Mal gehalten habe oder sowas in der Art. Die Frage müssen wir uns also immer wieder stellen, sind wir wirklich so bewusst, wie wir glauben? Oder sind wir einfach auf eine Art und Weise trainiert und ja, das fällt einfach so aus uns raus, wenn man so möchte. Man kann sicherlich Einfluss nehmen, weil wir haben auch die Fähigkeit, langfristig zu planen. Ja, das geht. Also wirklich bewusste Entscheidungen langfristig zu treffen. Aber was im Moment passiert, ist in der Regel sehr, sehr unbewusst. Und dann glauben wir oft nur, dass wir diese Entscheidung bewusst getroffen haben und finden erst im Nachhinein einen Grund dafür, warum wir das so gemacht haben. Könnt ihr mal bei euch beobachten. Ja. So, jetzt mal zu den KI-Basics, ja? Nachdem diese ganzen metaphysischen Fragen mal aufgeworfen wurden, weil die sind eigentlich immer die spannendsten. Ist auch ganz wichtig, wenn ihr Fragen habt, wir haben zwar nachher eine Fragerunde, aber ihr könnt auch jederzeit fragen. Ne? Also wenn was ist, Hand hoch und dann geht's gleich los. Ja? Gar kein Problem. Nehmt mich ruhig auseinander, das ist richtig gut.
Also, was ist KI? Da gibt es halt nur eine sehr breite Definition für. Das ist im Prinzip ja alles, was Maschinen machen können, was auch Menschen können. Ist äußerst breit, deswegen findet man im Internet auch unglaublich viele verschiedene Definitionen davon. Je nachdem, wen man fragt, hat man eine andere. Wichtig ist nur eins, was die Fortschritte gebracht hat in der jüngeren Vergangenheit, war das sogenannte Deep Learning. Und da geht es um künstliche neuronale Netze. Wie das funktioniert, erkläre ich gleich. Wichtig ist, ihr seht da zumindest da drüben einen Term oder einen Ausdruck, den ihr wahrscheinlich aus dem Matheunterricht kennt, y ist f von x. Am Ende ist es immer nichts anderes wie das Mappen von einem Input zu einem Output, Funktionsapproximation ist ein anderer Name dafür, oder Mustererkennung. Ist alles das Gleiche. Was genau das ist, zeige ich euch. Am Ende ist Deep Learning nichts anderes als Wenn-Dann-Filter. Stellt euch vor, ihr habt ein Smart Home, ja, und ihr würdet das selbst programmieren. Ihr würdet sagen, okay, ihr möchtet, dass es immer schön warm ist, aber eben abhängig davon, wie draußen das Wetter ist. Ja. Dann würdet ihr sowas einstellen wie, wenn es draußen minus 10 Grad sind, drinnen bitte 18 Grad. Ja. Wenn draußen minus 10, drinnen 18. Ja, weil ihr vielleicht nicht zu viele Heizkosten produzieren wollt und stellt dann halt nicht auf 23. Ja. Und wenn es aber Sommer ist, ja, so nach dem Motto, wenn draußen 30 Grad, drinnen 20. Ja. Sowas in der Art. Das heißt, ihr sagt, gibt eine Wenn-Anweisung, wenn das und das so und so ist, dann macht das. Und das hat man die letzten Jahrzehnte in der Industrie nur gemacht. Man hat Maschinen programmiert, wenn der Öldruck über 30.000 Bar ist, dann abschalten. Ja, oder wenn die Temperatur unter 20 Grad fällt, abschalten. Irgendwelche Sachen. Ja, und da brauchtest du immer jemanden, der Ahnung hat. Wir nennen das Leute, die Domain-Experten sind, die Domain-Wissen haben. Die sind halt hingegangen, die kannten die Maschine seit 30 Jahren und haben dann halt was programmiert. Ja. So lief das immer noch. Das ist auch noch der sicherste Weg, weil du dann immer jemanden hast, den du anscheißen kannst, wenn es nicht funktioniert. Ja? Aber im Großen und Ganzen ist das nicht praktikabel. Das kann man nur für 2, 3 Variablen machen, weil wir Menschen raffen einfach nicht mehr, muss man ganz klar sagen. Ja, wenn das dann 100 Variablen sind, blicken wir einfach nicht mehr durch, wie die Zusammenhänge sind. Und ich habe hier mal ein Beispiel mitgebracht. Stell dich eine Tabelle vor und da habt ihr 4 Werte. Körperfettgehalt, Körpergröße und Fingerlängenverhältnis. Wenn ihr nicht wisst, was Fingerlängenverhältnis ist, könnt ihr euch mal eure Hände anschauen. Bei Frauen ist der Zeigefinger in der Regel länger als der Ringfinger und bei Männern ist es andersrum. Das ist ein Maß dafür, wie hoch der Testosteronspiegel im Mutterleib war wohl. Da gibt es eine coole Anekdote, das hat es, ich glaube, BBC hat mal einen Bericht darüber gemacht. Das ist ein Typ, der hat eine Theorie darüber aufgestellt und wollte die beweisen. Und da haben sie 7 Sprinter eingeladen. Also 7 richtige Sprinter, die EU-weit Rennen laufen, Frauen und Männer. Und er hat die vorher vermessen mit dem Fingerlängenverhältnis und hat das eingetragen in eine Tabelle und hat vorhergesagt, wer gewinnt. Und das hat auch, glaube ich, bis auf einen genau gestimmt. Und dann waren die Sprinter ultra mad, weil die gesagt haben, Alter, ich trainiere hier mein ganzes Leben lang und jetzt kommst du und sagst mir, wegen meinen Fingern gewinne ich hier oder was. Das hat die sehr sauer gemacht, aber am Ende hat er recht behalten. Es hat wohl einen Einfluss auf die körperliche Leistungsfähigkeit. So, aber warum mache ich das? Stellt euch vor, ihr habt die Tabelle mit diesen 4 Werten, ja, also die Werte da auf der Seite und jedes Mal dazu, war das ein Mann oder eine Frau, ja, wo ihr diese Werte erhoben habt. Dann könntet ihr jetzt hingehen und könntet sagen, okay, wenn Körpergröße über 2 Meter und Körperfettgehalt unter 10%, Fingerlängenverhältnis, irgendeine Zahl, dann 80% wahrscheinlich Mann. Könntet ihr fest definieren, ganz einfach, weil ihr euch 1000 Werte angeguckt habt und würdet abschätzen, jo, das passt in den meisten Fällen. Es gibt aber natürlich auch immer Frauen, die beispielsweise auch größer sind, 2,10 Meter groß, athletisch und eher vom Fingerlängenverhältnis wie Männer. Das ist ja auch nur ein Normwert. Es gibt ja auch Abweichungen von der Norm. Und dann würde das nicht passen. Und wie macht man es jetzt? Ja, weil man das eben nicht so genau abdecken kann bei vielen Messwerten. Hier sind es nur 3. Was macht man dann? Man nimmt einfach eine Tabelle mit 100.000 Messwerten, all around the world, wenn man so möchte, und schmeißt es in ein künstliches neuronales Netz. Da hat man diese Knoten, die miteinander verbunden sind. Du hast die 3 Input-Knoten, da kommen die Werte rein. Und du hast als Output, willst du vorhersagen, ist es ein Mann oder eine Frau oder die Wahrscheinlichkeit dafür. Ne? Und wenn du das jetzt trainierst, dann wird sich hier in der Mitte, werden sich diese Filter, also diese Knoten, so einstellen, dass diese Wenn-Dann-Anweisungen automatisch gebildet werden. Also wenn über 2 Meter und, ja, dann Mann oder Frau. Ja? Das heißt, wir müssen jetzt keinen mehr hinstellen, der sich Wenn-Dann-Anweisungen ausdenkt, weil er Erfahrung hat auf dem Gebiet, sondern wir knallen einfach die Daten rein. Und die KI wird sich selbst so aufbauen zwischen Input und Output, dass sie das Ergebnis im besten Fall immer richtig vorhersagt. Was aber in der realen Welt gar nicht geht, ja, weil es da so viele Edge-Cases gibt, das kann man gar nicht alles abdecken.
Wenn man das mal für Bilder visualisieren, wir haben jetzt hier ein künstliches neuronales Netz, was trainiert wurde auf Bilderkennung, Katzen, Hunde, wie auch immer. Dann sieht man, wenn man die Schichten runtergeht, dass es immer weniger aussieht wie eine Katze. Ja, oben hat man noch Filter. Jeder von euch kennt Filter, Snapchat, Instagram, whatever. Das sind andere Arten von Filtern. Also einfach irgendwelche Filter, die zufällig initialisiert wurden und dann in bestimmten Kombinationen dazu führen, dass man sagt, das ist jetzt zu 80% Wahrscheinlichkeit Katze. Ja? Warum? Nicht 100%, 100% kann auch sein, aber wenn ich euch zum Beispiel frage, woran erkennt ihr eine Katze? Dann werdet ihr vielleicht sagen, spitze Ohren, ja, Schnurrhaare, sieht halt aus wie eine Katze. Ja? Es ist schwierig zu beantworten. Wie würdet ihr jetzt ein Programm schreiben, was anhand von Bildpixeln erkennt, dass das eine Katze ist? Und dann auch für 10 Millionen verschiedene Hintergründe, im Dschungel, im Büro, draußen bei der Oma, keine Ahnung. Ist gar nicht so einfach. Ne? Und wenn wir aber 100.000 Katzenbilder haben, können wir einen Algorithmus trainieren, der diese ganzen Edge Cases trainiert. Ja, der lernt es quasi anhand dessen, dass wir ihm sagen, das ist eine Katze und baue jetzt alles drumherum, was nötig ist, um zu verstehen, ja, nein. Das Ganze gibt es auch für Gesichter natürlich. Ich habe noch ein paar diese zwei Beispiele mitgebracht, weil die halt leicht verständlich sind. Je tiefer wir in den Schichten gehen, desto kleiner aufgelöst werden die sogenannten Features, also Merkmale. Ja, ein Merkmal ist Nase, Mund, Augen, Ohren. Seht ihr, da oben sind ein paar Ausschnitte vom Gesicht oder von Gesichtern. Und unten links habt ihr dann kleinere Features wie eben Ohren, Nase, Mund, Augen. Ihr kennt bestimmt alle Leute mit großen Ohren, großen Nasen oder was auch immer, großen Augen. Das kommt noch ganz gut an, große Nase meist nicht so. Und wenn man irgendwie die Leute zusammenbauen könnte, ja, ihr kennt das bestimmt, ah, der hat doch einen Mund, vielleicht habe ich schon mal gesehen bei einem Freund von mir. Man erkennt Features wieder in anderen Menschen. Und eine Rekombination dieser Merkmale oder Features ergibt dann meistens halt in dem Fall vielleicht Anne oder wer auch immer. Im Prinzip sind wir jetzt mit dem Deep Learning-Thema erstmal durch. Das heißt, also was ganz wichtig ist, was sowohl ChatGPT und alles erst vorangebracht hat, sind diese künstlichen neuronalen Netze. Die gibt es schon seit den 50ern des letzten Jahrhunderts. Also ich glaube 1956 oder 57 hat man da das erste Mal richtig drüber geredet. Aber es war bisher nicht die Rechenpower da. Ja, und alle haten auch Nvidia, dass die jetzt so viel Kohle damit machen. Aber man darf nicht vergessen, die haben 2010 angefangen, Software zu entwickeln, die es überhaupt erst möglich gemacht hat, das mit Grafikkarten zu trainieren. Ja. Aber die sind ein maßgeblicher Grund dafür, warum das funktioniert. Es gibt aber im Prinzip innerhalb dieser, sagen wir mal, KI-Geschichte nochmal eine Abgrenzung. Man redet jetzt immer von generativer KI, das kennt ihr. Wie gesagt, ChatGPT ist da ein Beispiel oder Midjourney, wenn ihr Bilder generiert. Und es gibt aber die alte Welt, die prädiktive KI. Die funktioniert genauso im Großen und Ganzen, ist ein bisschen weniger komplex, ist aber ein bisschen anderes Feld. Und ich will mal erklären, was die Unterschiede sind. Bei der prädiktiven KI, ja, da habe ich immer Daten und muss die labeln. Das heißt, ich gebe rein, also die Pizza hat nicht gut geschmeckt und sagt dann halt, muss dann halt labeln im Sinne von, das ist zu 80% Wut, 20% neutral, 0% Liebe. Also ich brauche jemanden, einen Supervisor, der im Prinzip über die Daten drüber guckt und denen einen bestimmten Wert zuweist. Und bei der generativen KI, die erzeugt im Prinzip fließenden Output. Da braucht man kein Label. Das macht die, das lernt die von allein, weil die wird anders trainiert. Wie gesagt, prädiktiv, Daten und Label, und die generative KI, die wird im Prinzip so trainiert, man nimmt ein Buch, wie bei ChatGPT, und nimmt einfach die ersten 500 Worte und sagt, als nächstes kommt das Wort und trainiert einfach das nächste Wort. Und dann nimmt man wieder das zweite bis zum 501. Wort und trainiert das 502. Wort. Man nimmt einfach, ohne Daten labeln zu müssen, also ohne jemanden hinzusetzen, der sagt, das sind die Daten, das ist der Output, kann man einfach eine Sequenz an Informationen durchlassen und das trainieren. Das macht es leichter, das zu trainieren, weil man halt keinen braucht, der sich ewig hinsetzt und das labelt. Aber es braucht Umlängen viel mehr Daten. Deswegen können sich das auch noch ganz große Unternehmen leisten. So ein Modell kostet um die 100 Millionen Euro allein im Training. Mal abgesehen von den Leuten, die bezahlt werden müssen, um das zu machen. Ich habe mal ein paar Beispiele mitgebracht für prädiktive KI, dass ihr vielleicht mal versteht, was man da so mit machen kann. Ja? Prädiktive KI, das sind alles Dinge, die wir mal gemacht haben. Beispielsweise das obere, ja, wie nennt sich das? Buchung. Also da gibt es tatsächlich einen Typen im Unternehmen oder eine Dame, der sich den ganzen Monat nur Rechnungen anguckt. Der guckt sich eine Rechnung an und sagt, das buche ich auf Konto 3400 oder irgendwas. Ja? Office-Bedarf oder Personalbedarf. Und das macht er den ganzen Tag und der kostet halt auch seine 5 Scheine im Monat und der macht nichts anderes als eine Rechnung auf irgendein Konto zu buchen. Was macht man also? Nimmt den Text von der Rechnung und nimmt das Label Konto, ja, Konto 5300. Man hat aus der Vergangenheit Zehntausende von Rechnungen gehabt und dann kann man das einfach trainieren und die KI macht das von selbst.
Wir haben das gemacht, 96% Accuracy, also wir haben nicht 100% erreicht. Warum? Weil der Mensch nie ganz genau ist. Es gibt mal ist ein anderer Buchhalter da, der bucht dann halt die gleiche Telekommunikationsrechnung vom Mobilfunkanbieter auf ein ganz anderes Konto. Ja, dann hast du zwei verschiedene Konten für prinzipiell die gleiche Rechnung. Was ist denn jetzt die richtige Antwort? Die Antwort ist, weiß man nicht, es gibt keine richtige Antwort. Die richtige Antwort ist die, die wir uns aussuchen. Oder Handschrifterkennung. Ist genauso ein Thema. Ist immer noch schwierig, wird aber jetzt langsam immer mehr gelöst durch diese großen generativen KI-Modelle. Bild-KI-Themen. Das da oben sieht ein bisschen wüst aus, wie ein bisschen Streuselkuchen oder so. Das ist im Prinzip eine Stahlscheibe. Wir haben eine Firma also als Kunden, die stellen so Stahlscheiben her und beschichten die mit Diamanten. Das heißt, da kommt da so Nickel drüber, so ein Nickelbad, und da werden Diamanten eingebracht. Und was ihr da seht, was da so rot eingezeichnet ist, das ist eine Lücke oder es ist eine Fehlstelle, weil dieser Prozess in der Regel nicht perfekt ist. Dann haben die im Prinzip so einen Algorithmus genommen, haben sich dann hingesetzt und haben halt Bilder aufgenommen. Und zeichnet dann einfach ein, wie hier auf diesem Bild, was die KI erkennen soll, also einfach Lücken. Und die haben dann halt die Daten gelabelt und dann hat das funktioniert. Dann haben sie auch verstanden, was sie machen müssen, aber das ist oft ein Problem. Auch Robotersteuerung ist ein Thema, irgendwelche Objekte erkennen. Ja, Trading ist mal ein interessantes Thema. Die Leute wollen natürlich alle Geld verdienen, den Markt schlagen. Das ist auch mit KI möglich, ja, ist nicht so schwierig. Aber ich sag mal so, wenn es so einfach wäre, da würde ich jetzt wahrscheinlich nicht hier stehen. Ne? Es ist nicht ganz so einfach, aber es ist schön, damit rumzuspielen, sagen wir es mal so. Gehen wir mal weiter. Brustkrebs, oben Thema. Habt ihr bestimmt auch schon gehört, das Thema gibt es ja schon seit wahrscheinlich fast 10 Jahren, dass jetzt hier alles mit KI gemacht wird. Es gibt wohl auch Kliniken, die das anwenden, aber es ist wohl noch nicht so standardmäßig. Wir haben auf jeden Fall 50.000 Bilder von Frauen, die Brustkrebs haben oder eben auch nicht. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben antrainiert der KI einfach nur ein Bild. Hier ist Krebs drauf und hier nicht. Also wir haben nicht eingezeichnet, wo der Krebs ist. Oder die KI weiß doch gar nicht, was Krebs ist. Das interessiert die auch nicht. Die kriegt nur das Label, hier ist was und hier ist nichts. Was auch immer das ist. Wenn man die nach dem Training von zigtausend Bildern dann fragt und gibt ein Bild rein und sagt, sag mir doch mal, welches Label das jetzt ist, ist was oder ist nichts, und sie sagt, da ist was, dann kann man sie fragen, auf welcher Basis, also auf welchen Pixeln basierend hast du diese Entscheidung getroffen? Und dann kriegt man diese Heatmap, sagt man, also diese eingefärbte Grafik da oben, wo sie dann so Pixel markiert, auf deren Basis sie gesagt hat, ja, da ist was. Das heißt, man kann dann dem Arzt im Prinzip mit so einer Software Unterstützung geben. Also es soll dir nicht ablösen, ja, sondern eher eine Zweitmeinung geben. Also er guckt selber drauf, sieht was und dann checkt er die KI, sagt dir das auch, und zusammen ist man einfach sicherer unterwegs. Ne? Das waren alles prädiktive KI-Geschichten. Das heißt, so ein einfaches Netz mit Label trainiert. Jetzt kommen ein paar generative Themen. Generative, wie gesagt, ChatGPT und Midjourney, Bildgeneratoren, das habt ihr alles mit Sicherheit schon ausprobiert. Ist ja auch cooles Zeug. Was man damit noch machen kann, ist sowas wie oben. Das ist Iro, das kann man auch einfach benutzen. Stellt euch vor, ihr seid ein Techniker und habt im Prinzip Dokumentationen aus verschiedenen Branchen. Ihr müsst irgendwie Maschine aufbauen, da habt ihr von Kukan Roboter und ihr habt eine Steuerung von Bosch und ihr wollt irgendwie das Ding schnell online bringen, habt keine Ahnung. Dann müsstet ihr eigentlich die Dokumentation lesen von Kukan und von Bosch. Was kann man machen? Man schmeißt das alles in so ein generatives KI-Modell, stellt die Frage, jo, wie setze ich hier einen Kukan Roboter in Stand mit einer Bosch Rexroth Control X? Und dann sucht die KI nach den Lösungen in den Dokumentationen und gibt euch die Antwort aus, mit Quelle. Ja? Das heißt, so ein Technikerjob wird hoffentlich dann in Zukunft einfacher, indem man einfach diese Fragen stellt und beantwortet kriegt. Ne? Ohne, dass man den Kram selbst noch lesen muss. Das ist ja ganz wichtig. Dann ein anderes Thema, was in Deutschland ganz groß ist, Digitalisierung. Ne? Die Sau wird ja auch schon lange durchs Dorf getrieben, aber es ist halt einfach noch ein Thema bei uns, weil viele Behörden und so noch ziemlich, wie sagen wir so schön, Legacy unterwegs sind, also noch analoge Dokumente haben. Das heißt, da ist wohl mal jemand losgegangen, hat gesagt, okay, ich frage jetzt mal mein hiesiges Wasserwerk, was die eigentlich von mir wissen. Hat er angerufen, hat gesagt, Leute, nach dem Auskunftsgesetz hier, ich weiß nicht genau, wie das heißt, aber da gibt es eine Pflicht dazu, möchte ich jetzt mal, dass ihr mir offenlegt, was ihr alles für Daten über mich habt. Und da haben die geguckt und haben gesehen, Kacke, wir haben hier 30 Jahre lang Leitsordner gefüllt, wir können dem gar nicht sagen, was wir über den wissen. Jetzt müssen wir mal jemanden beauftragen, der das alles digitalisiert. So. Dann haben die eine Anwaltskanzlei beauftragt, die mit uns zusammenarbeitet. Die haben das Mandat gekriegt und dann sind die mit dem 40-Tonner vorgefahren, haben die ganzen Ordner ausgeladen und die haben mit einer Armada von Rechtsanwaltsgehilfen und Gehilfen im Prinzip losgelegt und die Sachen gescannt. Also jede Seite gescannt
Und dann saßen andere da und haben jede Seite gelesen. Warum? Das Ziel war, jedem Kunden dieser Wasserwerke alle Verträge zuzuordnen, alle Mahnungen, alle was auch immer, Handwerkerbesuche. Und das ist eine richtige schlimme Arbeit, sagen wir es mal so. Hat keiner Bock drauf gehabt. Gut, die wurden dafür bezahlt, das heißt auch nicht, dass es Spaß macht. Und wir haben das dann eben mit so einer generativen KI gelöst, also sowas wie ChatGPT im Prinzip, dass man die Daten reingibt und fragt, okay, extrahieren wir mir alle Namen, Adressen, whatever, ja, aus dem 40-Seiten-Dokument, muss keiner mehr lesen, kann man rausziehen und dann hat man so eine Automatisierung von irgendwie 60-80%, kriegt man vollkommen hin. Und für die Sachen, wo man halt nichts findet, die schmeißt man in den Ordner und die guckt sich halt nochmal ein Mensch an. Aber erst dadurch wird das überhaupt erst bezahlbar. Ne? Das andere Thema, Programming, macht ChatGPT auch super. Gibt es ja auch den Microsoft Copilot und so weiter. Programmierung mache ich auch nicht mehr ohne so ein Modell, weil 95% der Lösungen kann man sich schon bauen lassen. Das kommt zwar manchmal nicht klar mit irgendwelchen speziellen Sachen, aber wenn man ein bisschen Ahnung hat, kriegt man es dann ganz schnell gefixt und es geht viel, viel schneller. Ich gehe auch davon aus, dass ihr, wenn ihr dann in die Wirtschaft geht oder studiert oder was auch immer, dass ihr solche Tools auch benutzen werden könnt. Und wenn ihr einen Arbeitgeber habt, der die nicht hat, werdet ihr wahrscheinlich auch nicht dort arbeiten wollen, weil wer will noch selbst alles from scratch schreiben, wenn es Tools gibt, die einem die 99%-Lösung hinwerfen und muss es halt nur noch designen und einbauen. Ja? Wir kommen einfach viel schneller voran mit sowas. Jetzt auch mal zu den Sprachmodell Basics. Ja? Gehen wir mal zur generativen KI jetzt komplett über und gehen mal zum Sprachmodell. Und ich will euch da mal ein bisschen einführen, was da so die Basic Informationen sind, die man haben sollte, um zu verstehen, wie das funktioniert und worauf man achten muss. Also die drei wesentlichen Punkte sind das Kontextfenster, Prompt und Training. Das Kontextfenster kann man verstehen als das Kurzzeitgedächtnis. Das sieht man bei ChatGPT beispielsweise nicht. Je nachdem, welche Version man benutzt, kann das von, sagen wir mal, 1000 Worten bis zu bei Gemini von Google 500.000 Worten gehen. Das heißt, so viel kann die KI im Prinzip in ihrem Kurzzeitspeicher haben und gleichzeitig aus diesem Kurzzeitspeicher Antworten generieren. Ihr müsst euch vorstellen, die KI-Modelle werden trainiert auf dem ganzen Weltwissen. Also ich weiß nicht, wie viele 1000 Terabyte das Internet umfasst, alles Text. Das Modell ist aber am Ende nur 200 Gigabyte groß. Also das heißt, ihr nehmt jetzt, sagen wir mal, 1000 Terabyte und komprimiert das auf 200 Gigabyte. Und das ist auch der Grund dafür, warum es halluziniert. Ja? Weil es eine abstrakte Repräsentation des Weltwissens beinhaltet, aber weil es eben nicht diese 1000 Terabyte sind, sondern halt nur ein Bruchteil davon, kannst du es auch nicht 100% akkurat wiedergeben. Ist aber bei uns auch nicht anders. Also wenn ich über meinen letzten Urlaub rede, dann weiß ich nicht, ist das tatsächlich so passiert manchmal. Oder habe ich mir ein bisschen was dabei ausgedacht oder andere Themen. Wir merken das manchmal, aber wir vergessen es immer ganz schnell, weil die meisten Leute, mit denen wir zu tun haben, das ja gar nicht nachweisen können, dass es nicht so war. Das ist ganz schwierig, aber wir halluzinieren auch ziemlich viel. Ja? Es ist auch so, wenn ich euch jetzt frage, stellt euch euren Klassenraum vor und stellt euch kurz vor, wo ist der Mülleimer? Wisst ihr, könnt ihr sagen, aber ihr könntet mir nicht sagen, was die genauen Geokoordinaten sind, also die absoluten. Warum? Ist einfach nicht nötig für unser tägliches Leben. Ja? Wir haben für viele Dinge, die wir tun, einfach ein Modell im Kopf. Und das reicht. Das ist so eine einfache Repräsentation dessen, was wir tun. Ob das Menschen sind, ja, wenn ich mich mit meiner Freundin unterhalte und sage hier, wir haben heute eine neue Praktikantin bekommen, die ist echt hübsch, dann weiß ich, okay, jetzt kann ich mir gleich was anhören, obwohl da nichts passiert ist. Aber ich habe ein Modell von meiner Freundin im Kopf, wie sie im Prinzip auf gewisse Sachen reagiert. Oder wenn ich mit einem Arbeitgeber rede und sage, ich möchte 50.000 Euro mehr haben und kriegt dann die Kündigung. Ja? Deswegen nehme ich vielleicht nur 20.000. Also wir haben für alle viele Themen Modelle im Kopf, die wir im Prinzip gelernt haben, ja, durch sogenanntes Reinforcement Learning. Das ist mal noch ein anderes Beispiel für Machine Learning. Das habe ich jetzt hier nicht mit aufgeführt. Das ist das, worin ich meine Doktorarbeit geschrieben habe. Aber es gibt im Prinzip eine Belohnungsfunktion, die über allem schwebt. Und wir haben gelernt, anhand dieser Belohnungsfunktion uns zu orientieren und zu leben. Ja? Und jede Belohnung, also jede Umgebung, ob das jetzt ein anderer Partner ist oder der Arbeitgeber oder ein Ort, an dem ich bin, bietet andere Belohnungsfunktionen für andere Aktionen. Das Schwierige in unserer Welt ist nur, dass je nachdem, wen man fragt, gibt es andere Belohnungsfunktionen und andere Umgebungen, in denen man sich anders verhalten muss. Und man weiß es manchmal nicht. Und bei dem Training dieser Modelle, wie gesagt, bricht man das alles runter. Deswegen halluzinieren die. Aber macht euch keinen Kopf, wir machen es ja auch. Ja? Und Prompt, das ist eben das, was dem Modell sagt. Das heißt, das Modell kriegt Anweisungen oder soll etwas extrahieren, das schreibt ihr alles dort rein. Und das Kontextfenster gibt im Prinzip dann einfach an den Rahmen, wie viel reinpasst. Wie wird so ein Modell trainiert?
Man hat im Prinzip Daten, ja, und hat ein untrainiertes künstliches neuronales Netz. Das ist komplett random initialisiert, also sämtliche Gewichte, also diese Neuronen, die ihr vorhin gesehen habt, haben irgendeinen Wert. Dann gibt man Daten rein, trainiert das und danach erhält man ein sogenanntes GPT, ein Generative Pre-Trained Transformer, deswegen auch ChatGPT. Ja. Also es ist einfach vortrainiertes Modell, das eben auf dem Weltwissen und kann einem Informationen geben. Es gibt zwei verschiedene Modellarten. Einmal das Chat-Modell. Das heißt, dieses Modell ist nur trainiert auf das nächste Wort. Es sagt einfach nur das nächste Wort vorher. Eigentlich macht es nichts anderes. Die Frage ist, ob ich gerade was anderes mache, wenn ich spreche, oder ob einfach nur das nächste Wort rauspurzelt und auf dieser Basis dann wieder das nächste. Ich decke da ja gar nicht bewusst drüber nach. Ne? Sonst würde der Vortrag hier wahrscheinlich 5 Stunden dauern. Und dann gibt es Instruction-Tuned Models. Das heißt, denen gibt man nochmal komplexe Anweisungen rein. Also im Sinne von, nennen mir die letzten 3 Präsidenten der USA, Stand 2024, und dann zählt man die einfach auf. Also quasi erst trainiert an der Wortvorhersage und dann trainiert an komplexeren Anweisungen, sagen wir es mal so. Weil die Dinger funktionieren dann richtig gut. Also wie gesagt, hier das Chatmodell funktioniert so. Ich habe einen Input-String, also einfach ein paar Worte. Ich habe da drüben, ja, rein in das Modell, und dann kommt raus, geparkt, gegessen, gesessen, getrunken beispielsweise, mit einer Wahrscheinlichkeit. Und die Wahrscheinlichkeit für jedes nächste Wort wird da eben angegeben. Und je nachdem, es hängt jetzt davon ab, was steht vor diesem Satz. Also ich habe da drüben, ja, wenn ich da vorher drüber gesprochen habe, dass ich gerade in ein Restaurant gegangen bin und mich da hingesetzt habe, dann könnte es sein, dass die Wahrscheinlichkeit für gesessen und gegessen oder getrunken höher ist. Ja. Aber wenn ich erzählt habe, dass ich gerade im Auto unterwegs bin und ich habe da drüben geparkt, ist dann wahrscheinlicher. Ja. Es kommt auf den Kontext dessen an, was davor steht. Und die Modelle sind eben in der Lage, das zu tun. Jetzt gibt es aber Parameter, mit denen wir das einstellen können. Und zwar die Temperatur. Viele von euch, oder ich glaube alle, dürften das noch nicht kennen, aber wir sind hier in Deutschland, Alkohol. Ne? Wenn ihr was trinkt oder schon mal getrunken habt, kann es sein, dass ihr wisst, dass die Art und Weise, wie ihr dann antwortet, anders ist. Das heißt, ihr verändert euch etwas. Also wenn ihr nüchtern seid, seid ihr ziemlich straight unterwegs. Ihr wisst, was ihr vielleicht nicht sagen dürft. Aber je mehr ihr trinkt, desto mehr wird es politisch oder was auch immer. Ja, Themen, die euch interessieren. Ihr ufert etwas aus. Genauso ist das bei den Sprachmodellen. Das ist quasi ein Wert für Randomness. Ja? Das heißt, je höher dieser Wert ist, desto betrunkener ist das Modell. Desto zufälliger ist die Auswahl der nächsten Worte. Man kann das aber weiter einschränken mit einem Prozentwert. Das heißt, für jedes Wort gibt es ja am Ende einen Prozentwert. Wenn ich aber sage, ich möchte nur Worte haben, die über 15% liegen, kann man das damit einschränken. Und man kann es weiter einschränken mit Top K. Das heißt, das ist die Anzahl an Worten. Also nimm nur die obersten 20, ja, mit den höchsten Prozentzahlen, oder nur die obersten 2. Also wenn ich diese Einstellung hätte da oben, käme das raus. Das heißt, die Temperatur ist dann eben so ein Zufallswert. Und mit den anderen beiden kann man fest einstellen, wie viele Werte wo rausgenommen werden. Und so kann man im Prinzip das Modell dazu zwingen, entweder viel Mist zu erzählen oder sehr, sehr weit auszuholen oder eben zwingen, nur das zu erzählen, was es tatsächlich glaubt, was richtig ist. So, also beim Instruction Model, das habe ich schon gesagt, das wird eben so trainiert, dass man eine Anweisung hat und gibt dann die Lösung raus. Und das funktioniert auch hervorragend. Jetzt gibt es noch eine Technologie, die ist gerade im Prinzip der heiße Scheiß in der Industrie. Also das ist die Methodik, die wirklich gerade angewandt wird, wenn man so möchte. Die nennt sich REAG, Retrieval Augmented Generation. Was ist das? Man kann, wenn man jetzt irgendwie ein KI-Modell hat und möchte das auf sein, also beispielsweise, ihr möchtet es so trainieren, dass es antwortet wie ihr. Ihr habt jetzt keinen Bock mehr mit euren Freunden irgendwie in WhatsApp oder Signal oder wo auch immer zu schreiben, sondern ihr baut jetzt ein KI-Modell, was ihr seid. Ja, das heißt, ihr nehmt eure Chatverläufe aus den letzten 10 Jahren, trainiert ihr an, oder vielleicht nehmt ihr nur die letzten 2, 3 Jahre, ist vielleicht auch okay, weil ihr habt euch ja sicherlich verändert über die Zeit und möchtet nicht noch irgendwie Kindheitskram mit reinbringen. Und trainiert das Modell auf eure Art zu reden, ja, auf eure Art zu antworten auf bestimmte Fragen, und dann wird es das ziemlich gut tun. Das heißt, ihr würdet also ein Feintuning machen. Das ist aber aufwendig, weil ihr müsst die Daten aufbereiten. Also ihr müsst die alle raussuchen und müsst die halt so ein bisschen, auch ein bisschen labeln. Ja, Instruction Tuning, also wenn jetzt eine Sprechblase von Freund hier, kannst du mein Auto reparieren und dann als Antwort kannst du schön knicken. Ne, das müsst ihr aufbereiten sauber. Beim REAG ist es einfacher.
Beim RAG braucht man nur die Daten, aber man macht kein Feintuning. Man stellt quasi die Daten zur Verfügung, wie die Dokumentation bei diesem technischen Thema, was ich vorhin gesagt habe, Bosch und KUKA und so weiter. Man hat einfach Dokumentationen, hunderttausende von PDFs und jemand hat eine Frage, dann sucht die KI in diesen Daten und spuckt die Antwort aus. Ja? Das wird halt im Unternehmenskontext gerade sehr viel eingesetzt, weil es sehr einfach und günstig anwendbar ist und weil meistens mehr als genug Dokumente vorliegen. Vorteile, wie gesagt, von diesen zwei, also im Vergleich dieser Methoden liegt beim RAG vor allem, dass man halt keine großen Kosten hat, denn dieses Feintuning kostet in der Regel relativ viel Hardware, zumindest im Vergleich zu dieser RAG-Methodik, und man muss die Daten halt aufwendig aufbereiten. Ja. Allerdings, wenn man so ein feingetuntes Netz hat, dann kann man es direkt benutzen, ohne dass man noch eine Datenbasis braucht. Das ist das gleiche wie das normale Training. Ja. Allerdings hat man auch bei dem feingetunten Netz die Möglichkeit nach Halluzinationen. Das heißt, wenn ihr jetzt euer Modell auf euch trainiert hättet, kann mit den falschen Fragen oder, keine Ahnung, zufällig, können da eben auch falsche Antworten kommen. Ja, also Sachen, die ihr vielleicht doch nie sagen würdet, kann es dann ausspucken. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mitgekriegt habt. Google hat ja jetzt zumindest im englischen Raum ihre KI mit der Suche verbunden. Und da gibt es schon richtig lustige Fails. Da hat einer gefragt, ich bin ein bisschen depressiv, was kann ich tun? Und da kam die KI-Antwort, ein Reddit-Nutzer hat Sprung von der Golden Gate Bridge empfohlen. Das kann halt passieren. Ne? Da muss man aufpassen. Und da gibt es noch ganz andere richtig lustige Beispiele. Man darf es bisher nicht für bare Münze nehmen. Also Vorsicht, vielleicht nicht von der Golden Gate Bridge springen. Hier mal der Prozess, wie das läuft mit RAG. Im Prinzip würde der User mal eine Frage haben, die stellt man einfach, ja, irgendwas, dann wird die Datenbank durchsucht. Die KI kriegt dann im Prinzip die ganzen Daten in ihr Kontextfenster, deswegen ist das Kontextfenster wichtig. Also das heißt, wenn ich ein großes Kontextfenster habe, das heißt, da passen, sagen wir mal, 1000 Bücher rein, ja, dann kann ich sämtliche Unternehmensdaten oder was auch immer ich habe, meine ganzen Chats dort reinschmeißen und die KI wird auf Basis dieser Informationen die richtige Antwort raussuchen. Ja? Und wenn das Kontextfenster klein ist, dann kriege ich halt nur, sagen wir mal, 2 Tage Chatverlauf rein, anstatt alle. Ja? Deswegen ist die Kontextfenstergröße wichtig, aber je größer auch das Kontextfenster, desto länger rechnet das Modell. Ja? Das ist halt dann sehr viel, viel aufwendiger, die richtige Antwort zu bauen, um es mal so zu sagen. Hier noch ein kurzes Abbiegen zu sogenannten Embeddings. Was ist ein Embedding, eine Einbettung? Was zu früher anders ist, ist, wenn ihr was sucht, beispielsweise bei euch vielleicht auf dem Rechner oder ihr habt, dann sucht ihr meistens Stichworte, also irgendeine Datei, irgendein Bild oder was auch immer. Dann sucht man in der Regel nach Stichworten. Embeddings ermöglichen es gibt also KI-Modelle, die man quasi, da gibt man eine Seite Text rein und dann kommt ein Vektor raus. Was ist ein Vektor? Das ist einfach eine tausendstellige Zahl. Also es gibt 1000 Zahlen, ja, und das ist ein Vektor, einfach nur irgendwelche Nummern drin und diese repräsentieren einen Kontext. Also ich kann schreiben, ich mag die Band Queen, ja, oder ich mag die Queen. Das sind zwei unterschiedliche Sachen, weil das eine ist eine Band, das hat mit der Königin von England nichts zu tun oder mit irgendeiner Königin, und das andere bezieht sich auf die Queen von England. Weil wir müssen es den KI-Modellen irgendwie möglich machen, mit Worten zu rechnen. Wir machen das irgendwie in unserem Kopf, aber die KI oder die Maschinen müssen im Prinzip mit Zahlen rechnen. Deswegen hat man die Embeddings erfunden und damit lassen sich gut Worte repräsentieren. Hier seht ihr mal eine zweidimensionale Abbildung. Die originalen Embeddings haben dann 1000 Dimensionen, das kann man halt nicht mehr bildlich darstellen, oder 4000. Und man kann dann im Prinzip auch mit Worten rechnen. Also wieder unten King minus Man plus Woman ist Queen. Also wenn man in diesem Vektorraum rechnen würde, kommt man dann eben zu solchen Zusammenhängen und dann hat man eben Worte, die zusammengehören oder die eine ähnliche Meinung oder Bedeutung haben, gemeinsam geclustert in diesem Raum und kann dann damit rechnen. So ist es überhaupt erst möglich, dass die KI-Modelle sinnvolle Antworten ausspucken, ja, und verstehen, wenn ich die Band Queen meine oder die Queen of England. Ne? Das ist ganz wichtig. Und jetzt zu der zentralen Geschichte, zentrales KI-System in Organisationen oder bei euch zu Hause, Assistent, whatever. Das ist im Prinzip das was wir als AIUA verkaufen. Das heißt, man hat ein zentrales KI-Modell, man hat dann ein bisschen Nvidia-Hardware und das kann man dann nutzen für alle möglichen Sachen. Für genau das, was ihr auch ChatGPT benutzt, für das Durchsuchen von Dokumenten, von ganzen Unternehmensstrukturen, als virtueller Mitarbeiter oder Mitarbeiterin. Das machen wir und ich denke ganz klar, dass die Reise dorthin gehen wird, weil so einen Assistenten zu haben, ich sag mal in 10 Jahren, wenn das wirklich auf dem Handy möglich ist, spätestens, ich denke mal vielleicht auch sogar schon in 5, das wird richtig nice, weil der kann einem echt viele Aufgaben abnehmen, die keinen Spaß machen, such mir mal hier Reiserouten raus oder mach dies und das. Und wird einen begleiten ein Leben lang, wird auch speichern, wie man sich verhält. Und
Das wird auf jeden Fall spannend und da wird die Reise auf jeden Fall hingehen. Ja, und genau sowas versuchen wir jetzt schon, zumindest in der Light-Version, zu platzieren. Zumindest ist es das, was die Unternehmen gerade gerne haben. Jetzt ist aber die wichtige Frage am Ende. Werden Menschen obsolet? Das ist immer die Frage, die meistens am Ende auch kommt, wenn ich Vorträge halte, weil die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ja auch Angst haben, ihren Job zu verlieren oder irgendwie, keine Ahnung, dass wir uns gegenseitig nicht mehr brauchen für Arbeit. Am Ende ist das ja auch im Prinzip die paradiesische Vorstellung, dass die Maschinen uns die Arbeit abnehmen und wir nichts mehr zu tun haben. Das wäre ja cool. Ne? Wir können uns um Sachen kümmern, die wirklich interessieren, keine Ahnung. Einige würden sagen Kunst, andere würden sagen Kindeserziehung, andere Planeten entdecken, whatever. Ja? Wenn wir halt nicht mehr irgendwie am Band arbeiten müssen, wäre das optimal. Wir müssen, um diese Frage zu beantworten, erstmal eine Abgrenzung finden. Welche Aufgaben sollen und müssen Maschinen in Zukunft übernehmen, die wir nicht übernehmen? Und da kann ich ganz klar sagen, das sind vor allem Dinge, die automatisierbar sind, also Dokumentenverarbeitung, so Zeug, und das Mikroskop gucken ewig, wo man halt wirklich auf Dauer auch keine Lust drauf hat, weil es anstrengend ist, weil es ermüdet und weil es einfach nicht motiviert. Ja, da kann man nicht kreativ tätig sein, das macht einfach keinen Spaß. Wir müssen gucken, wer die Entscheidungsgewalt hat, weil bisher ist es auf jeden Fall so, dass die Menschen am Ende immer am Abzug sein wollen. Und das müssen wir auch so halten. Wir müssen gucken, wie gut die Maschinen tatsächlich sind und die KI-Modelle, um zu sagen, okay, die KI hat das jetzt alles prozessiert. Ich habe jetzt, was weiß ich, 40 Stunden weniger Arbeit gebraucht. Aber ich gucke nochmal drüber und approve das. Ich sage, das war wirklich richtig so. Oder das stimmt noch nicht und das stimmt noch nicht. Weil so können wir zumindest vorfiltern, was getan wird. Und wir umgehen das Problem der Zuständigkeit. Weil bisher, wenn jemand ein KI-Modell rausbringt, ist es rechtlich nicht geklärt, kann ich den auch dafür belangen, wenn irgendwas nicht funktioniert. Und deswegen ist es natürlich besser, wenn sich das ein Mensch anguckt und sagt, okay, das stimmt und hakt das ab. Dann können wir den dann vollnölen, wenn es nicht klappt. So wie wir es auch heute tun. Das macht das Ganze einfacher. Und es wird auf jeden Fall dazu führen, dass wir mehr zum Mensch, also Mensch zu Mensch interagieren wieder. Das heißt, keine Ahnung, ihr seid bei einer Behörde, ja, die haben den ganzen Tag zu tun mit Dokumenten und hängen am Telefon. Aber ihr wollt euch eigentlich mit jemandem unterhalten über euren, was es sich ausweist. Das soll halt schnell gehen und die Leute haben dann halt einfach mehr Zeit, wieder sich mit den Menschen, die sie betreuen, auseinanderzusetzen. Oder wie bei der Pflege oder im Krankenhaus, whatever. Dass halt diese Mensch-zu-Mensch-Interaktion wieder mehr wird, weil man diesen ganzen anderen, ich sag's mal, Bullshit, es ist wirklich so, wir haben so viel sinnlose Arbeit, nicht mal machen muss. Ja, und das ist eigentlich ein gutes Ziel. Jetzt ist aber die Frage, und wenn doch der Worst Case eintritt, also die KI so gut wird, dass man uns nicht mehr braucht? Ja, das ist ganz einfach. Wir sind ja in einem kapitalistischen Wirtschaftssystem. Das heißt, wir alle müssen ja unser Geld ausgeben, damit das weitergeht. Wenn wir aber keins mehr verdienen, weil wir nichts kriegen und die Maschinen die ganze Arbeit machen, wer soll den Kram noch kaufen? Also Maschinen kaufen keine Produkte, zumindest bisher nicht. Ja, kann sein, dass sich das irgendwann auch ändert. Aber solange Maschinen keine Produkte kaufen, sind wir als Konsumenten gebraucht, damit das ganze System überhaupt am Leben bleibt. Das heißt, entweder es gibt irgendwie ein neues System, dass alle von uns, wie soll ich sagen, Geld bekommen, ersatzlos, um daran zu partizipieren, an diesen geschaffenen Produkten, Waren, Dienstleistungen, die die Maschinen kreieren, weiter, also die konsumieren zu können. Oder ja, wir sind weiter Teil des Systems und verdienen noch Geld. Ja? Also da braucht man sich keine Angst vormachen, weil dann würde alles zusammenbrechen. Auch wenn wir alles umsonst herstellen können, wenn es keiner kaufen kann, wird es keiner mehr herstellen. Ne? Der Kreislauf muss also am Leben bleiben.